Hallo und willkommen zu Comic Dojo. Ich bin Steve und heute gibt es ein bisschen was Besonderes. Es gibt nämlich diesen Comics und mehr Comic-Wettbewerb zurzeit. Ja, ich arbeite gerade an einem Comic dafür und ich habe mir so eine kleine Challenge mal aufgesetzt. Also ich zeichne 8 Seiten, einen 8-seitigen Comic und ich will ihn innerhalb von 2 Tagen komplett fertig konzipieren und zeichnen. Heute ist Tag 1 und ich dachte mir, ich mache auch ein kleines YouTube-Video noch dazu für den Channel. Das ist vielleicht ganz spannend zu sehen. Schauen wir uns mal die Entwürfe an. Ich bin nämlich gerade fertig geworden mit meinen Seitenlayouts und schauen wir noch mal kurz rein. Und hier sind wir schon bei den Seitenlayouts. Das ist so ein bisschen die Hauptfigur. Das ist Chilchan. Das ist ein Schweinchen. Und ja, es ist sehr stark von Doraemon inspiriert, dieser Comic, weil dadurch, dass ich in letzter Zeit auch ein bisschen Doraemon gelesen habe, geguckt habe und auch sehr inspiriert war von den Igaguri-Manga-Strips. Peanuts habe ich auch eine Menge gelesen in letzter Zeit, sehr viel Newspaper-Strips. Und deswegen dachte ich mir, dieser Wettbewerb ist die perfekte Gelegenheit, um so eine Art von Comic zu machen. Ja, ich habe nicht sehr viel Zeit verschwendet mit Character Designs, weil ich weiß nicht, das kommt sehr natürlich während des Comic-Zeichnens dann selbst. Ich will auf jeden Fall sehr simple Figuren haben. Also das ist die einzige Seite an Concept Artwork, was ich jetzt hier für diesen Comic gemacht habe. Ja, und dann gehen wir einfach mal die Seitenlayouts kurz durch. Ich habe hier Seite 1. Ich arbeite, weil der Comic auch wahrscheinlich final dann in DIN A5 abgedruckt wird. Ich kann es nochmal kurz zeigen. Also das ist das Magazin, das diesen Wettbewerb veranstaltet, Comics und mehr, und genau, final wird er wahrscheinlich, also falls ich gewinne, mal gucken, wird er dann hier abgedruckt im DIN A5 Format. Deswegen habe ich diesen Comic auch in DIN A5 konzipiert und die Layouts habe ich auch auf DIN A5 gezeichnet, und ja, es ist einfach nur grob für mich, die Layouts runterzubrechen. Die Gags und so habe ich mir schon ausgedacht. Also sehr simple Zeichnung, wie ihr seht. Und das sind einfach nur die Layouts hier. Sehr simpel, sehr viel mit Kreisen einfach gearbeitet. Ich will den ganzen Comic in einem sehr simplen Six-Panel-Grid halten. Also 6 Bilder pro Seite. Was sich natürlich auch sehr gut für andere Formate dann anpassen lässt, da die Bilder alle gleich groß sind. Und ja, ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt gerade 14 Uhr. Ich habe jetzt ungefähr so 2 Stunden gebraucht, um mir dieses Layout und diese Geschichte auszudenken. Gut, also die Grundidee der Geschichte habe ich schon vorher so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Aber so das Layout und was genau geschieht, ist jetzt in den letzten 2 Stunden passiert tatsächlich. So, das waren die Layouts und genau, jetzt muss ich noch kurz was anderes erledigen und dann werde ich mir wahrscheinlich heute Abend mal dran setzen und hoffentlich die ersten 4 Seiten mal zeichnen. Mein iPad muss auch noch laden. Ich dachte, ja, das entlädt irgendwie immer so schnell. Den Stift muss ich, glaube ich, auch noch aufladen. Ich werde das alles digital, weil es einfach viel schneller geht, digital zeichnen und auf dem iPad in Procreate, und dann, genau, geht's ans Texten, und dann habe ich hoffentlich morgen gegen Ende des Tages dann einen fertigen Comic am Start. Also mal schauen. So, jetzt sind wir bei Tag 2 und ja, gestern lief es eigentlich ganz gut. Ich habe 4 Seiten gezeichnet und ich werde
werde wahrscheinlich hier und da noch kleine Änderungen machen bei den 4 Seiten. Ja, heute geht es an die restlichen 4 Seiten. Ich bin zuversichtlich, dass das alles funktioniert. Also, auf geht's. So, und ja, der Comic ist fertig. Ich habe ihn rausgeschickt und ich habe es geschafft, innerhalb von 48 Stunden einen Comic zu zeichnen. Und ist ganz cool geworden, ist ganz witzig geworden. Klar, hier und da denke ich mir, gibt es noch Stellen, die ich besser hätte machen können. Aber ich denke mir, ich wollte diesen Wettbewerb eher nutzen, um mich selbst herauszufordern, ob ich überhaupt eine Kurzgeschichte schaffen kann innerhalb von 48 Stunden. Und das von Anfang an, also Layouten und vorskizzieren und dann fertig zeichnen. Und so sieht das dann aus. Ich habe es jetzt auch schon gelettert. Also wie gesagt, der Comic ist fertig. Und ich dachte mir, warum lesen wir ihn einfach nicht komplett mal zusammen durch? Also der Comic heißt Chil-chan. Chan ist natürlich eine japanische Verniedlichung. Und Chill für Chillen. Die Hauptfigur ist so ein Schweinchen, stark inspiriert von Doraemon. Doraemon ist eine Katze, aber ich wollte so einen ähnlichen Charakter haben. Und das ist halt ein faules Schwein. Und der hat halt so eine Magic Bag, wo er auch so Gadgets und alles Mögliche rausziehen kann. Genau. Dann fangen wir auch mal an. Hätte ich doch lieber erst meine Hausaufgaben gemacht, bevor ich mit dem neuen Game angefangen habe. Ah! Oink! Was machst denn da, Namekirkun? Crunch, crunch, oink, oink. Ich muss bis morgen diesen Aufsatz fertig schreiben und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Oink. Ja, das ist echt kacke. Ich glaube, ich kann dir aber helfen, Namekekun. Nameke, abgeleitet von japanischen Namekemono, bedeutet Faulenze. Echt? Auf dich ist immer Verlass, Chil-chan. Wo habe ich es nur versteckt? Irgendwo muss es doch sein. Oink. Da ist es. Der Zeitstrahler. Damit kann ich ein Tor zur Vergangenheit öffnen und wir können den Namekekun der Vergangenheit dazu überreden, seine Hausaufgaben zu machen. Das wäre der absolute Oberhammer. Los geht's! Leck mich fett. Dann mal los, Namekekun. Danach wird aber hart gechillt. Okay, auf geht's, Chil-chan. Es ist Mittag, ich müsste also irgendwo mit meinem neuen Game rumlaufen. Oink. So viel Cardio habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Da ist er, oder ich. Wie auch immer. Hey Kumpel, kann ich dich kurz sprechen? Huh? Was geht denn jetzt ab? Ganz ruhig. Ich komme aus der Zukunft. Du wirst mir in der Zukunft danken. Gib mir das Game und mach erstmal deine Hausaufgaben. Du hast recht. Pflichten gehen nun mal vor. Hier. Sehr einsichtig von dir. Niemals! Ich bin so ein Idiot. Oink, oink, oink. Warte! Hallo, Opa. Ich sollte weniger trinken. So, jetzt reicht's mir aber mit dir. Chil-chan, liegt nicht so faul rum. Tu etwas. Ihr seid so laut. Oink. Wenn's sein muss, Zeitstrahler regelt. Zzz. Oh nein, noch ein Zeittor. Auf Nimmerwiedersehen. Das ist ein großer Fehler, glaub mir doch. Dann kommst du eben mit. Ja. Oink. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen.
Alles nur wegen dummen Hausaufgaben. Ich muss nur den Namekekun aus dieser Zeit finden und dann kann ich endlich zocken. Wartet mal, ihr zwei. Hallo, Opa. Keinen einzigen Tropfen mehr für mich. Dieses Spektakel wiederholte sich ein paar Male, bis... Buh, krack, djung, boing, pam, zock. Oink, oink. Oink, oh nein, der Zeitstrahler. Krack. Puh, ich bin so ein Vollidiot. Hätte ich doch lieber erst meine Hausaufgaben gemacht, bevor ich mit dem neuen Game angefangen habe. That's it. Infinity. Genau, das war mein kurzer 8-seitiger Comic, den ich hier jetzt in 2 Tagen rausgeprügelt habe. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Ich werde dieses Video natürlich erst posten, wenn die Ergebnisse zum Wettbewerb stehen. Ich glaube eher nicht, dass ich gewinne, ehrlich gesagt, weil ich eher natürlich eher in die Manga-Richtung gehe und das kommt eher selten vor, dass in diesem Wettbewerb Comics in der Manga-Richtung bevorzugt wird. Aber ja, mal schauen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Comic an sich. Hier und da mit Hintergründen tue ich es mir immer noch sehr schwer, deswegen habe ich sehr oft einfach drauf verzichtet. Ja, dieses Haus ist jetzt nicht so, aber ich denke mir, es ging einfach nur darum, schnell eine Idee rüberzubringen und das irgendwie so visuell darzustellen. Man weiß, okay, da ist ein Haus, die rennen dahin. Ich wollte mich da jetzt nicht zu stark verkünsteln dabei. Und genau, die Farben habe ich noch ein bisschen angepasst. Ich habe das jetzt eher in so einem Magenta-Pink drin, den ganzen Comic. Und genau, der Comic hört auf mit demselben Panel, mit dem der Comic angefangen hat. Und dadurch entsteht so eine Art, ja, eine Zeitschleife. Also dieser Comic ist praktisch, geht unendlich weiter. Und das war so ein bisschen mein Gedanke dahinter. Und ja, that's it. Cooles Projekt. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Ja, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so gerne an Videos sehen würdet. Genau, und unterstützt unsere Comics. Thomas hat Shaolin Grandmaster Killer, sein Hauptcomic am Start, Band 1 und 2, in unserem Webshop verfügbar. Und je nachdem, wann dieses Video rauskommt, auch sein neuer Comic Gore House wird dann auch verfügbar sein in unserem Shop. Und ja, bei mir gibt es immer noch Gashapow Band 1 und 2. Und Gorehouse. Und Gnarly, The Wandering Warrior, mein Sword and Sorcery Comic, ist auch noch ebenfalls verfügbar, auch in Kombi mit einem T-Shirt. Alles unter diesem Video verlinkt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.